Herzlichen Dank für die freundliche Einführung, liebe Hedwig. Und nach den hochinteressanten Vorträgen zu den Hintergründen und Ursachen der Lage, in der sich die Familien in Deutschland, aber eben auch europaweit befinden, soll es nun um ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten der Eltern gehen, um möglichen Schaden von ihren Kindern abzuwenden und die Familien als den unverzichtbaren Kern unserer Gesellschaft zu stärken. Zuerst ganz kurz zur Historie der Elternaktion Bayern und der Beratungsplattform www.elternaktion.com. Die Initiative Elternaktion ist eben auch setzt sich aus vielen verschiedenen Akteuren zusammen. Und einer der Akteure ist eben auch die Elternaktion Bayern. Und 2016, damals mit absoluter Mehrheit ausgestattet, fühlte sich die CSU plötzlich aus heiterem Himmel bemüßigt, die bayerischen Richtlinien zur Familien- und Sexualerziehung von 2002 revidieren zu wollen. Aus Verärgerung darüber, also wir Bayern haben gedacht, an uns geht das vorüber, aber nein, aus Verärgerung darüber, dass die relativ familienfreundlichen bayerischen Richtlinien von 2002 nun mit Gender und Gedöns angereichert werden sollten, haben sich Eltern aus ganz Bayern zu dieser Elternaktion Bayern zusammengetan. In der Folge nahm die Elternaktion Bayern Kontakt zum Aktionsbündnis Demo für alle auf, weil Vernetzung ist unglaublich wichtig. Allein hätten wir es nicht geschafft und wir sind da sehr, sehr dankbar, dass es die Demo für alle gibt und dieses Netzwerk so entstehen kann und konnte. Eine gemeinsame Demonstration gegen den Richtlinienentwurf stand in München kurz bevor, musste aber aufgrund des Anschlags vom 22. Juli 2016 im Münchner OEZ mit einigen Toten und unklarer Sicherheitslage, also es ist ganz ein schreckliches Ereignis war das, musste dann die Demonstration natürlich abgesagt werden, weil gar nicht klar war, was da überhaupt passiert war und die Sicherheitslage eben sehr angespannt war. Durch einen Brandbrief konnten wir aber ein gemeinsames Gespräch mit dem Kultusminister erreichen. Besonders problematische Passagen des Richtlinienentwurfs wurden daraufhin tatsächlich vom Ministerium gestrichen oder weitgehend entschärft. Schon allein hier kann man erkennen, wie bürgerliches Handeln Bewegung in eine scheinbar unabwendbare, von Gremien und Ministerialbeamten ausgeklügelte staatliche Agenda bringen kann. Ja, wir waren wirklich sehr froh damals, dass wir das erreichen konnten, aber trotz, jetzt kommt das Aber, trotz dieses erfolgreichen Engagements ist die Lage der Familien in Bayern und in ganz Deutschland, kann man das übertragen, durch die neuen in Bayern zwar entschärften, aber wesentlich umfangreicheren Richtlinien unübersichtlicher geworden. Und das hat selbstverständlich Methode. Und das nicht nur in Bayern. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, jetzt ja Minister in Berlin, beschrieb die Vorgehensweise in einem vor laufenden Kameras abgegebenen Statement sehr treffend. Ironischerweise anlässlich des zweiten Berliner Kongresses für wehrhafte Demokratie. Im Juni 2019, noch gar nicht lang her, sagte er wörtlich, ich zitiere, ich habe die Erfahrung gemacht, man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt es nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt. Zitat Ende. Kann man auf YouTube anschauen, unglaublich. Fragen zu vorgeblich Notwendigem sind also anmaßenderweise unzulässig. Sehr interessant. So viel
zum Demokratieverständnis eines christlich-sozialen Politikers in Berlin. Aber ich denke, da ist er nicht allein. Ich glaube eher, das hat eben Methode. Wir müssen aber eigentlich ja dankbar sein für die Offenheit, mit der Herr Seehofer erklärt, wie der Hase allem Anschein nach läuft. Auf die Einführung und Fortschreibung sämtlicher Richtlinien und Bildungspläne zur Sexualerziehung kann man seine Aussage perfekt übertragen. Eine von UN und EU als notwendig erachtete Agenda wird top-down durchgedrückt. Durch die Kompliziertheit der Inhalte und Vieldeutigkeit der Begriffe sollen unzulässige Fragen schlichtweg verhindert werden. Sich durch den verbalen Dschungel dieser Richtlinien und Bildungspläne durchzuarbeiten, dafür bedarf es tatsächlich einer genauen, kritischen und vergleichenden Analyse der Texte. Welche Familie, welche Mutter, welcher Vater haben dafür Zeit? Und hier setzen wir nun an. Die Beratungsplattform, getragen vom Aktionsbündnis Demo für alle und wunderbar erstellt, super übersichtlich, sehr schön anzuschauen. Die Beratungsplattform www.elternaktion.com ist entstanden und unter dieser Webseite findet man gut gegliedert, gut aufbereitete Informationen nach Bundesländern sortiert. Zu jeder Tages- und Nachtzeit stehen diese Informationen zur Verfügung, also auch wenn die Kinder schlafen, ins Internet und schon kann man sich ein Bild machen. In aller Ruhe. Und Erfahrungsberichte von Eltern inklusive. Man merkt an der Internetseite, wenn man da surft und sich das alles durchliest, ich bin mit meinem Problem nicht allein. Es gibt viele Eltern, die ähnliche Probleme haben. Und inzwischen stehen für alle Bundesländer kompetente Berater zur Verfügung, die man einfach und unkompliziert über die Internetseite kontaktieren kann. Das ist sozusagen Elterncoaching. Coaching ist ja ganz modern, also wir coachen jetzt Eltern und zwar Eltern coachen Eltern. Und das mit sehr hoher Erfolgsquote. Kostenlos, ehrenamtlich, einfach, persönlich. Per Mail oder wenn es dann eher in die Details geht, dann auch per Telefon. Was ist zu tun, um als Eltern in den Genuss dieses Elterncoachings zu kommen? Es ist ganz einfach. Erstens, seien Sie aufmerksam und wachsam. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder. Interessieren Sie sich dafür, was in der Schule los ist. Bleiben Sie im lebendigen Austausch mit Ihren Kindern. Das ist das Allerwesentlichste. Und ein kleiner Tipp aus der eigenen Familienerfahrung. Am besten werfen Sie den Fernseher und die Smartphones aus dem Fenster. Das ist... Oder, wenn das nicht geht, nicht alle haben hier applaudiert, wenn das nicht geht, dann reduzieren Sie den Einfluss auf Ihre Familie von diesen Geräten auf das absolute Minimum. Weil dadurch entsteht erst wieder die Ruhe und die Zeit für den echten Austausch. Und das ist die wunderbare Folge von Ruhe und Zeit in der Familie, die uns diese Geräte immer mehr reduzieren, wegschnappen, wegsaugen. Und da müssen wir wirklich aktiv werden. Also aus eigener Erfahrung, es tut der ganzen Familie nur gut. Also, seien Sie aufmerksam und wachsam. Erster Punkt. Zweitens, nehmen Sie Ihr Bauchgefühl ernst. Und jetzt meine ich damit natürlich Bauch, Herz und Kopf natürlich. Das ist klar. Ihr Kind bringt zum Beispiel einen Elternbrief aus der Schule mit, der irritierend ist. Ihr Kind ist von Inhalten peinlich berührt, verunsichert. Die Schullektüre ist von Gewalt, verherrlichender, sexuell aufgeladener Sprache geprägt. Ihr Bauchgefühl sagt Ihnen, dass Ihr Kind Schutz und Hilfe braucht. Nehmen Sie Ihr Kind und Ihr Bauchgefühl ernst.
Ganz wichtig, nicht verdrängen, nicht sagen, wird schon werden, werden wir schon schaffen, ist halb so schlimm. Nicht verdrängen. Als nächstes surfen Sie am Abend schön gemütlich mit einer Tasse Tee nebendran zu elternaktion.com. Informieren Sie sich und kontaktieren Sie uns und schildern Sie uns den Sachverhalt, wie Sie ihn wahrnehmen. Sie bekommen dann eine kostenlose Beratung mit Tipps, was Sie machen können. Ganz einfach, ohne Aufwand. Aus meiner Erfahrung als Beraterin kann ich Ihnen wirklich nur Mut machen, diese wenigen einfachen Schritte zu gehen. Warum sollten Mütter und Väter von Null beginnen, wenn es doch bereits Erfahrungswerte gibt, auf denen sie aufbauen können? Viele der Situationen sind tatsächlich vergleichbar. Und einfache Möglichkeiten, um ihr Kind zu schützen, sind von anderen Eltern bereits erprobt worden. Warum diese Möglichkeiten also nicht ergreifen? Aus Bequemlichkeit nichts tun? Das ist für verantwortungsvolle Eltern keine Option. Keine. Wenn Sie also von Ihrem Kind von Übergriffen in der Kuschelecke, einer anonymen Sexfragenbox, einem Rollenspiel zu erster Liebe, Holzpenissen im Klassenzimmer, der Ankündigung einer coolen Schullektüre, einem innovativen externen Aufklärungsprojekt hören, dann hören Sie ganz genau hin. Verdrängen Sie nicht Ihr Bauchgefühl, Bauch, Herz und Kopf natürlich immer. Informieren Sie sich auf der elternaktion.com und kontaktieren Sie uns. Wie andere Eltern vor Ihnen werden Sie sich erfolgreich für das Wohl Ihrer Kinder einsetzen. Die Rückmeldungen nach den Beratungen sind durchweg positiv. Wirklich, ich habe nicht eine einzige Rückmeldung bekommen, wo jemand gesagt hat, hätte ich es nur nicht gemacht. Alle haben gesagt, gut, dass wir das getan haben. Alle haben was erreicht. Aber der schönste und größte Erfolg, von dem mir immer wieder berichtet wird, ist, dass die Kinder stolz und dankbar sind, dass ihre Eltern sich für sie einsetzen. Dafür ist Familie da und das macht Familie stark. Einander zuhören und aus Liebe füreinander da sein. Eine vorbildhaftere und praktischere Erziehung zu Familien und Bürgersinn ist kaum vorstellbar. So wird das Elterncoaching auch noch zu einem Familiencoaching. Und ich würde sagen, packen wir es gemeinsam an, denn nur aktive Eltern können etwas für ihre Kinder erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.